Hey ho, es ist mal wieder Magic Arena am Start. Mit mir, dem Tobi, von dem Tobi seine LPs. Das letzte Mal haben wir mit dem Reclamation Deck gespielt, Renaturierung auf Deutsch. Wilde Renaturierung heißt die Karte. Und was haben wir denn heute so vor? Ich würde sagen, wir spielen mal das Draw-2-Deck. Mit dem letzten Deck haben wir schon nur so, ja, so geht so gespielt und das Draw 2 ist halt ein absolutes Rogue-Deck. Also ich würde nicht mal annehmen, dass mal allzu viele gewinnen damit. Ja, gut, warten wir die mal. Keinen richtigen Payoff in der Hand, aber wir haben ja Karten ziehen, um was zu finden. Draw 2 Deck, das hatte ich glaube ich schon mal erklärt in der Folge, ist ein Deck, mit dem wir auf Draw two Payoffs gehen. Also es gibt in Eldraine halt Karten, die zum Beispiel hier, die halt irgendeinen Effekt haben, wenn man die zweite Karte in seinem Zug spielt. Und unser Gegner auf einem Abenteuerdeck. Ghoul, vielleicht einfach nur Ghoul Aggro. Stehler der Reichweite. Wisst ihr was? Wisst ihr. Damit nimmt er uns die oberste Karte von unserem Deck. Klasse. Absolut klasse. Die wir gerade, ne, on top gelegt hatten. Ja, gut, das ist noch ein Payoff wenigstens, aber nicht unbedingt das Hauptpayoff. Und die hätten wir schon gebraucht, diese Zauberin. Damit hätte man nämlich seine Viecher abschließen können. Okay, es ist ein Ghoul Midrange slash Aggro. Sieht schon mehr nach Aggro aus, ne? Ja, greif einfach random an für 7. Ist alles legit hier. Was ist denn das? Kinder des Königs könnten wir spielen. Haben aber auch Lavaschlinge und so ein Kram. Ja, das hätten wir doch noch ein paar Länder gebraucht, ne? Können halt gar nicht alles machen, was wir eigentlich machen wollen. Wir spielen die Kinder des Königs und damit können wir noch eine Karte ziehen. Optionen. Schmeiß mal die radikale Idee weg. Wir können damit einen Token machen, mit dem wir blocken können. Das ist zumindest was. Nochmal der. Habe ich irgendwas verpasst, als die Karte Meta wurde? Ich weiß nicht. Klaut uns damit halt einen Arsch voll von unseren Karten. Das finde ich irgendwie nicht geil. Ja, wir blocken seinen 1-1, ne? Weil wir es können. Aber Schlinge ist eine Hexerei. Ja. Wir haben noch immer kein Land gekriegt, ne? Wir ziehen erstmal mit denen. Nicht das Land, was ich wollte. Aber wir haben ein Land, also. Aber das Problem ist, das kommt halt, ne? Nur untapped für 2. Aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes wirklich übrig. Problem ist, dass er halt noch jede Menge anderen Kram hat. Ja, guck, ne? Ich hab's gesagt, das Deck ist nicht unbedingt ein Favorit in vielen Spielen. Wie eigentlich die meisten Decks, die ich spiele, nicht, ne? Habt ihr ja auch schon mitgekriegt. Gegen die Meta-Decks stinken wir ganz schön ab. Also gegen Junk Food und vor allem die Fire-Stacks. Also, nee, vor allem die Speise-Food-Decks und die Fire-Stacks an zweiter Stelle. So, gegen Butchie, ja, sieht ganz okay aus. Die Hand. Wir haben diesmal ein paar mehr Länder. 4 ist auch so der Knackpunkt, würde ich sagen, für das Deck. Weil das hier ist die teuerste Karte in unserem Deck. Für 4. Also ich
bin mir sicher, dass das die teuerste ist, dass ich es jetzt irgendwie verpasst habe. Wir haben gleich einen Payoff, den wir mal raushauen können hier. Unser Gegner mit dem Durchgang. Was würde sich holen? Oh, für eine Farbe weiß, okay. Weiß hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Okay, es ist ein Boros-Deck. Potenziell immer noch Jeskai. Man weiß ja nie. So, wir spielen den Tempel. Gucken, was on top ist. Schock. Nee. Weiß nicht, ob er überhaupt Kreaturen spielt, ne? Wir wissen auch nicht. Elektromancer ist eigentlich gut. Aber wir eigentlich braucht man mehr Spells, ne? Weil der bringt halt auch nur was, wenn wir ein paar Spells gecastet haben und im Friedhof haben. Okay, er benutzt das kleine Removal auf dem oder was? Ja, gerechter Schlag. Okay. Ja, wir können ja jede Menge davon machen, Kollege. Und das ist ein Jeskai-Deck. Und jetzt kommt Teferi, was natürlich wieder, ne? Ziemlich gut ist gegen unser Deck. Das gibt er uns den auch noch zurück. Es fängt schon wieder super an, ne? So, wir spielen mal den Elektromagier, weil wir es können. Und wir spielen auch wieder die Allianz raus. Und warten drauf, was unser Gegner macht. Vielleicht macht er nichts, dann können wir nämlich Druck auf Teferi machen. Wahrscheinlich hat er Fire. Nee. Nicht? Doch. Klar hat das. Warum auch nicht? Und natürlich hat er noch irgendeinen Removal. Ja, klasse. Spielen die radikale Idee. Wir können einen Token machen. Ein Land. Geben ab. Wir können halt in seinem Zug nichts casten. Das ist halt super. Das ist halt super nervig mit dem Deck. So, was würde er jetzt für... Ja, klar. Klar kommt kleine Karte, die fast besser ist als alles, was wir haben. Und zwar halt brauchen wir diese Magierin, die 3 Schaden pingen kann. Damit könnten wir dann versuchen, den zu racen, aber mit nur den Feen-Tokens wird das nichts. Wir können aber die Feen einsetzen, zu blocken. Ich meine, irgendwann ist es auch nicht mehr lustig, ne? Ja, greif gleich einfach an für... Ja, super ist das. Ich finde das absolut genial. Das macht er in einer Runde, ohne Mana zu benutzen. Ja, fair. Wir können eigentlich nichts machen, ne? Wir können gucken, dass wir halt irgendwelche Jump-Blocker kriegen. Die haben wir jetzt gekriegt, ein bisschen zu spät. Und am Ende hat er sowieso wieder irgendwas, irgendwelches Removal-Shit. Ja, einfach noch mehr von denen. Ne? Ich weiß nicht, können die Decks nicht einfach mal bricken? Einfach irgendwie 4 von denen und 2 Länder? Oder 3? Ich weiß nicht. Das passiert halt nie. Mir wird's passieren. Aber dem Gegner nicht. Ich muss mir merken, das ist schon wieder eine Salzfolge. Kann ich wieder einen geilen Salztitel machen? Salz, Salz, Salz. Das Deck steht vor allem auch noch bei diversen Seiten als Budget-Option drin. Das ist ein Budget-Deck. Also es soll nicht so gut sein, aber es soll ja trotzdem auch gewinnen können. Und nicht einfach nur auf die Schnauze fliegen gegen alles. Aber bei sowas, da hört es ja auch irgendwann mal auf, ne? Ich glaube, die Zeit können wir uns auch sparen hier.
Finde ich nicht gut. Das Problem ist, wir spielen aber auch gegen fast nichts anderes mehr, ne? In der Theorie kann man ja unendlich Decks machen, ne? Aber wir spielen halt immer nur gegen diese Meta-Slaves. Hier zuerst, ja, von mir aus, wenn wir noch ein Land ziehen, ist das ganz passabel. Wir haben das bessere Payoff als die komischen Feen. Also meiner Meinung nach. Der Typ mit seinen Lightning Bolt Sleeves, ich habe schon das Verdächtnis, dass nichts von uns lange dagegen überleben wird. Ne, wir hatten gesagt, wir brauchen Land. Ich habe aber einen Schock. Also. Mal gucken. Nur dafür, dass er. Okay. Er hat auch einen Tempel. Mirror Match vielleicht. Finde ich lustig. Gucken wir mal so. Die Allianz kommt natürlich zur rechten Zeit. Ich hätte zwar trotzdem lieber ein Land. Ehrlich gesagt. Schimmer der Möglichkeit. Okay, nee, das ist eine Karte, die wir nicht spielen. Also scheint das vielleicht einfach nur ein Spellstick zu sein. Wir werden es auf jeden Fall noch. Nicht das richtige Land. Na komm, wir spielen jetzt mal die Idee, dass wir zumindest einen Token kriegen. Und dann nächste Runde können wir endlich die Pyromagierin spielen. Die werden wahrscheinlich instant irgendein Removal-Spell fressen wird. Nee. Aber so ist das halt. In Magie die Zusammenkunft. Jesk. Ist das doch wieder Fires? Nee, komm. Nee. Nee, bitte ne. Ich glaube, wenn. Ich habe jetzt den Verdacht, dass das Fires ist. Und wenn das Fires ist, dann halt mal lieber mal Ionisieren offen. Denn sonst ist Polen offen. Und Polen ist unser Board State. Keine Ahnung. Oder einen potenziellen Teferi. Noch mal Marise. Es sieht auf jeden Fall sind das die Karten, die man auch verdächtigerweise in dem Jeskai Deck spielt, ne? Komm, jetzt Land Fires und ich counter das. Komm. Komm. Los, tu es, do it, go, das ist nicht das Land, komm, den countern wir trotzdem, geht los, ich habe nämlich keinen Bock, ja komm Schock, warum, ne? Zwei Schaden sind zwei Schaden, so, wir haben jetzt, genug Mana, um hier zu spielen, aber das ist halt auch eine Worth, ne? Richtig Wurf ist es, ne. Wir können jetzt den Schock hier abwerfen. Für 3 Schaden und 1 Token. Gegen den neuen Schock. Okay. Aber wir müssen jetzt hoffen, dass unsere Pyromagierin ne instant verrägt. Wahrscheinlich wird sie das aber. Und dann. Ja, guck mal, da ist Feuer und der kann noch irgendeinen Kavalier spielen. Wie gesagt, die Hoffnung ist, dass unsere Pyromagierin überlebt, wir dann die Kinder des Königs, auch ein interessanter Name, Royal Science auf Englisch, spielen und dann gucken, dass wir ein bisschen Schaden machen, dass unsere Reichweite quasi reicht. Ja, weg mit dem Land. Ah, ich hätte auch den Reiter anpingen können, ne? Was noch? Komm. Elektromancer. Warum nicht? Können wir einfach deployen. Und der hat jetzt einen Board Wipe oder was, ne? Sehe ihm ähnlich. Durch einen Board Wipe hätten wir so oder so ne gewonnen, also. Delicious. Unser Pyromagion ist noch da. Die Frage ist, wie lange noch? Außerdem hat er jetzt Lebensverknüpfung gekriegt. Das heißt, er geht wieder ordentlich plus. Okay, er geht auf unsere Planeswalker. Ja, und nochmal das Ding.
will learn what nobody yet knows. Ich bin schon gespannt, was er wieder hat, um uns diesmal zu antworten. 500 Reiter. Ich weiß nicht, ich mag das Deck hier eigentlich, aber es macht halt auch irgendwie keinen Spaß, ne? Aber irgendwie scheint er ein bisschen ratlos zu sein, ne? Unser Kollege hier. Vielleicht timeoutet er ja, aber nee, er macht ja irgendwas. Er markiert ja seine Karten und so. Also wird er nicht timeouten. Es wäre schön, wenn er timeoutet, ne? Ich hoffe, dass mein Gegner timeoutet, ne? Sagt das nicht alles? Was sagt das aus? Reiter der Flammen. Ach, wunderschön. Wunderschön. Absolut wunderschön. Was kommt noch? Hast noch eine Karte? Kannst noch was spielen? Teferi? Okay, den Riesen. Puh, ja. Ich meine, wenn es ihm Spaß macht. Jetzt pumpt er noch 523 Mal. Ich weiß nicht, ob ich den blocken soll. Und hat Schock. Also Schock benutzen und dann blocken. Wie viele Länder hat er im Friedhof? Keine. Wir gucken mal, was will er denn angreifen? Unseren Planeswalker oder? Ja. Okay, wir machen Schock und blocken dann mit unserem Drachen. Wie sieht es denn aus? Nächste Runde könnten wir dann das und für 6 angreifen. Ich glaube, es ist vielleicht besser, wenn wir einfach versuchen zu racen. Ich glaube schon, ne? Wir spielen jetzt die radikale Idee. Zack, ziehen eine. Schock, nicht schlecht. Spielen wir gleich raus, greifen für 7 an und gucken. Hoffen, dass wir vielleicht nächste Runde, ne, da irgendwie ein Schnippchen rausholen. Er hat 2 Spells, die er spielen kann. Das erste ist Sphinx der Natürlich hat er einen fliegenden Blocker noch einfach so rumliegen, ne? Natürlich. Hätte er den Golem gespielt, killen können? Ne, ist das ein Golem? Ne, ist ein Riese. Bin absolut begeistert. Ich bin absolut super begeistert, weil es muss Lifelink geben. Optionen. Mal halt zurückbleiben und blocken, ne? Ich weiß nicht, was ist denn daran toll? Nix. Gar nichts.
Nee, danke. Reicht. Flexen muss man nur auch noch. Nee, Leute, nee. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.